Guten Abend. Heute habe ich mitgebracht eine türkische Quitte. Habe ich aus dem türkischen Geschäft gekauft, in Kassel. Bin extra mal nach Kassel gefahren und habe in dem Supermarkt, in einem türkischen großen Laden, diese Quitte bekommen. Für die Jahreszeit. Die wachsen natürlich hier jetzt nicht, vielleicht in der Türkei. Hier hat man sie vielleicht im Keller liegen, vom Herbst noch gelagert. Aber das wieder Lager. Stellen gar nichts. Sie riecht herrlich nach Quitte. Komischerweise hat sie nicht diesen Flaum, den hier unsere Quitten haben. So, ich schneide die mal auf. Am besten in der Mitte. Oder wir überlegen, ach scheiß drauf, ich mache es einfach mal in der Mitte. Eieieiei. Warte mal, da muss ich die Säge holen. So. Bin ich wieder, ich habe mir eine Säge geholt. Da wollen wir doch mal sehen, ob man die Quitte nicht mit der Säge klein bekommt. Ja, prima. Nicht nur Ananas, nein, auch die Quitte kann man mit der Säge aufmachen. Wunderbar, wenn man reinschaut. Schaut mal rein. Schönes Gehölz, Gehölz. Schönes eine schöne Hülse. 1, 2, 3, 4, 5 Kammern. Mit Kernen drinne. Ich gucke mal genau rein. Nein, es sind keine Würmer drin, auch keine Käfer. Schneide jetzt einfach noch mal ein Stückchen ab und dann probieren wir die einfach mal. So. So, guck mal, das wieder wunderbar, das mit der Säge geht. Wunderbar. Also Quitten kann man nehmen für Quittenkompott, Quittenchili oder Quitten kann man auch so essen, aber ich kenne sie eben als Gelee oder eben als Marmelade. So. Ob man die nur kochen kann oder so, keine Ahnung. Ich probiere die einfach mal roh. So, fertig gemacht. Guten Appetit. Lecker. Schmeckt mir zwar nicht, aber lecker. Schon so ein Zwischending zwischen Apfel und Birne. Das ist so hart, ich kann es nicht durchbeißen. Also schnell essen geht nicht. Oh. Typischer Quiddegeschmack. Die Rotz kann ich so nicht essen. Nochmal gucken. Geht nicht. Das ist so hart. Ich überlege, was man dieser Quitte sonst noch machen kann. Sehr trocken eben der Kram. Also riechen tut sie gut. Guck mal, wie eine Maske. Ja, kaum angeschnitten, sie wird schon braun. Ja, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich will mal ein bisschen schneiden hier. Ich schneide hier mal ein Stückchen ab. Daraus kann man bestimmt auch Schnaps machen. Weil es hat ja schon so einen gewissen Schnapsgeschmack. Gut. Quitte, türkische Quitte. Von sich aus ganz gut. Würde ich auch wieder essen. Ziemlich hart. Leute mit dritten Zähnen, vergesst, ihr kriegt das Zeug nicht durch. Gut, das war's. Tschüss, das war die türkische Quitte. Bye.